Das ist die Geschichte von der Lichthexe, die hat man die Unikattel geheißen. Und die lebt oben, oder hat gelebt oben in Deutschnofen. Und die Hexe, die ist allem in der Nacht auf dem Weg gewesen, ob es geregnet hat oder nicht, sie hat ja einen Schirm mit gehabt. Und wenn die besoffenen Männer von den Gasthäusern heimgegangen sind, die waren ja so besoffen, die haben ja nicht mehr gewusst, wo sie daheim sind, verlauter, dass sie betrunken waren. Dann ist die Unikattel gekommen und hat mit ihrer Laterne, hat sie Licht gemacht und hat sie bis vor die Haustür begleitet und dann ist sie vorher verschwunden gewesen. Und keiner gewusst, wo sie ist. Verstehst? Und oft einmal hat man die Hexe gesehen, vor die Geschichten erzählen, dass vor 70, 80 Jahren haben noch ein paar Bauern die Hexe gesehen, aber in letzter Zeit hat man überhaupt nichts mehr gesehen. Ich bin zweimal in der Schnaufnoven gewesen, war auch noch, aber von der Unikattel war überhaupt keine Spur. Und da habe ich auf der Zeichnung die Unikattel auch gezeichnet. Und da siehst du, wie sie aneinander rennt. Und erst da hat sie eine Mordslanterne mit der Kerze und da leuchtet sie in die besoffenen Haaren. Und auf der anderen Seite hat sie einen Regenschirm, weil wenn es regnet, hast du gesehen, was die für Hora, die tut sich über nie Kampeln, aber in Sack hat sie einen Kampel. Zahnlucker diese. Und in Sack hat sie eine Mausfalle und einen Kochlöffel, weil wenn irgendwo ein Kuchelfenster offen ist, nachher ist sie gleich mit dem Kochlöffel in die Tegel drin und frisst alles raus. Ja, verstohlen ist sie auch noch. Und das ist die Geschichte von Unikattel. Sie ist allem sehr bunt umgezogen, als wie beim Fasching war. Sie ist eigentlich ganz eine lustige Hexe. Aber sie ist nicht bärs und begleitet eben die besoffenen Haaren, wenn sie nicht mehr Haaren finden.